Hey, ich bin's, Blippi. Und ich habe ein richtig cooles Feuerwehrauto. Es sieht aus wie ein echtes Feuerwehrauto. Es hat einen Schlauch. Pssst. Und Hupen. Honk, 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 honk. Und auch wuchtige Felgen und Reifen. Ich glaube, es wäre echt cool, bei der Feuerwehr zu arbeiten. Ja! Yeah! Oh, seht doch, das ist eine richtige Feuerwehrstange. Hey, lasst uns runterrutschen damit. Okay, ich zähle von 1 bis 3. Bereit? Okay, los geht's. 1, 2, 3. Wow! Bei mir dreht sich jetzt alles. Oh, da winkt ein Feuerwehrmann. Hallo. Das ist ein sehr wichtiger Beruf, denn bei der Feuerwehr rettet man die Leben von Menschen und löscht Feuer. Mit einem riesengroßen Wasserschlauch. Oh, cool. Hier ist noch ein weiterer Beruf. Das hier ist ein Pilot. Ja, der fliegt riesige Flugzeuge. Hey! Oder ihr werdet Ingenieur. Was ist ein Ingenieur? Ah, sie sind gut in Mathe. Ja, sie addieren Zahlen und subtrahieren Zahlen. Und sie planen alles Mögliche, das andere Menschen dann bauen. So ein Quatsch. Hey! Was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid? Das klingt echt cool. Das will ich auch sein. Hey, ich habe eine richtig gute Idee. Wie wäre es, wenn ihr und ich an einen Ort gehen, wo wir ganz viele unterschiedliche Berufe ausprobieren können? Das wird sicher lustig und spannend. Und ihr wählt dann euren Lieblingsberuf. Okay, wollt ihr mit mir hingehen? Ja, dann los, gehen wir. Wir sehen uns, ja? Hey! Willkommen beim Great Explorations Children's Museum in St. Petersburg, Florida. Ja! Ich bin ja so gespannt auf die ganzen Berufe. Los geht's! Woohoo! Wow! Das ist einer meiner liebsten Plätze. Das ist ein Pizzaofen in einem Pizzarestaurant. Wow! Wisst ihr, welchen Beruf man hier ausübt? Den Beruf Koch? Köche sind so cool! Ja, Köche arbeiten in Küchen und kochen all das Essen in Restaurants. Und ich backe gerne Pizza. Ja, die ist so lecker! Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam eine Pizza machen? Okay, fangen wir an. Zuerst brauchen wir ein Pizzabrett und damit schieben wir sie dann in den Ofen. Und so berühren wir nichts mit unseren Händen. Okay, das brauchen wir und noch eine Metallplatte? Also was kommt zuerst? Wir fangen an mit dem Pizzateig. Ja, wir nehmen uns den Pizzateig. Also manchmal bekommt man den Teig in Form eines kleinen Balls. Und dann muss man ihn ziehen und manchmal drehen. Wow! Und dann sieht er aus wie ein Kreis. Ja, seht, er ist rund. Gut gemacht. Okay, ich leg den Teig ab, denn jetzt wählen wir unseren leckeren Belag. Hey, habt ihr auch einen Lieblingspizza-Belag? Oh, das klingt sehr lecker. Okay, fangen wir an. Also gut, wir beginnen mit Tomatensauce. Oh, das Beste! Käse! Oh, ich liebe Pizza mit viel Käse. Okay, erst der Käse und jetzt kommen die Beläge. Wir haben etwas Spinat. So lecker. Und wir haben schwarze Oliven. Wow! Ganz klein geschnitten. Ja, hier drauf. Und dann, wow, wisst ihr, was das ist? Das hier sind Pilze. Die kommen auch drauf. Jetzt noch ein paar Zwiebeln.
Zum Schluss, wenn die Pizza fertig ist, schieben wir sie in den Ofen. Und warten. Endlich ist unsere Pizza fertig. Oh, lecker! Ja! Und jetzt kommt sie in einen Karton. Los, kommt! Yeah! Wow, ihr wart so eine tolle Hilfe beim Pizzabacken. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Jetzt essen wir endlich Pizza. Oh, diese Pizza ist super lecker. Weil ihr mir geholfen habt beim Backen. Ich danke euch vielmals. Wow, es war so cool, etwas über Köche zu lernen. Und auch eine Pizza zu backen. Ja! Wow, seht doch mal hier. Wow, hier sind so viele verschiedene Tierarten. Ich liebe Tiere. Hey, habt ihr eine Lieblingstierart? Ja, das Tier mag ich auch. Mal sehen, hier sind zwei Kätzchen. Und hier drüben ist ein ziemlich großer Schoßhund. Hallo, lieber Hund. Wie albern. Wow, und hier haben wir einen schönen Papagei. Und einen braunen Plüschhasen. Ja, sehen wir uns das mal näher an. Kommt. Wow, kennt ihr diesen Ort? Das hier ist die Praxis eines Tierarztes. Ja, ein Veterinär oder Tierarzt. Das ist eine Person, die sich um verletzte oder kranke Tiere kümmert. Ja, genau. Wow, cool. Wir haben hier ein paar total süße Tiere. Hallo. Oh, das ist so ein süßer Welpe. Untersuchen wir ihn und sehen, ob es ihm gut geht. Als erstes legen wir ihn auf dieses Gerät, ein MRT. Ja, das MRT ist im Grunde ein Scanner, der mit Magneten Bilder von diesem Welpen macht. Aber nicht von außen, da sieht er fröhlich aus. Bilder von allem im Inneren, wie seinen Knochen, um zu sehen, ob nichts gebrochen ist und es dem Welpen wirklich gut geht. Versuchen wir es. Okay, Welpe. Wow, seht euch das an. Das MRT zeigt die innere Seite des Hundebeins. Wow, das ist super cool. Nun, es scheint, als wäre der Welpe okay, aber wir sehen, dass sein Bein verletzt ist, also müssen wir ihn verarzten. Ja, okay. Los geht's. Als erstes legen wir einen Verband um sein Bein. Der ist für Hunde. Ha, super, schon erledigt. Ja, wir haben sein Bein verbunden. Es wird ihm bald besser gehen. Als nächstes geben wir dem Hündchen noch etwas Medizin. Bitte sehr, Hündchen. Er ist fröhlich und fühlt sich schon besser. Ja! Und als letztes legen wir ihm noch diesen Kragen um den Kopf. Denn manchmal sind Welpen sehr verspielt und ziehen ihre Verbände ab. Aber wir wollen ihn nicht abnehmen, bis es ihm besser geht. Er ist so süß. Ja! Ich bin so gerne ein Tierarzt. Tierarzt zu sein war wirklich lustig. Wir haben etwas über Tiere gelernt und auch, wie man sich um sie kümmert, wenn sie krank sind. Wow, das war der Wahnsinn! Wow, seht ihr, was das ist? Ein Feuerwehrauto, yeah! Wow, Feuerwehrautos sind so cool! Und hier unten sind die richtig großen Reifen und Felgen. Wow, und vorne sind Scheinwerfer und eine Metallstoßstange. Uhu, ich wette, es macht richtig Spaß, in so einem zu fahren. Los, kommt! Wow, es ist so lustig in einem Feuerwehrauto. Hier oben, ja, das hier ist die Feuerwehr-Sirene. Und die klingt so. Ja, wenn die Feuerwehrleute ausrücken, um Menschen vor einem Feuer zu retten, schalten sie die ein und drücken auf die Hupe. Dann weiß jeder in der Gegend, es gibt einen Notfall. Und sie müssen von der Straße, ja, so sind sie schnell und sicher am Ziel.
Wow, wie cool ist das? Das ist ein wirklich wichtiger Part des Feuerwehrautos. Das ist die Feuerwehrleiter. Sie ist sehr hilfreich, wenn die Feuerwehr auf ein hohes Haus steigen muss. Von dort können sie mit ihrem Löschschlauch alle Feuer löschen. Und hier sind die Ventile. An die kommt der Schlauch. Aber das ist ein besonderer Löschschlauch. Nicht so einer wie der, den ihr vielleicht im Garten habt. Der da hat wirklich richtig viel Power. Um Brände zu löschen und Menschen zu retten. Ja, gehen wir. Wow, seht her. Das ist eine Rutschstange. Wow. Die Rutschstange ist wichtig, denn auf einer Wache sind im oberen Stockwerk die Feuerwehrleute und das Feuerwehrauto ist im unteren Stock. Dank der Stange sind sie viel schneller unten. Ja! Wow, seht ihr die da? Ja, das ist eine Feuerwehruniform. Die ist so cool, denn sie ist feuerfest. Ja! Würden wir in ein Feuer geraten, wäre das sehr gefährlich, weil unsere Kleider entflammen würden. Sie würden brennen. Aber die Feuerwehrleute können dich retten, weil sie feuerfest sind. Wow, und seht ihr den Helm? Ja, dieser hier. Dieser Feuerwehrmann hat einen wirklich coolen gelben Helm. Der schützt seinen Kopf vor allem, was herunterfällt. Wow! Und das hier unten. Ja, das ist der super kraftvolle Löschschlauch. Wow, das ist so cool. Es gibt unterschiedlich verstellbare Ventile. Durch die kann viel Wasser fließen. Und mit einem kraftvollen Wasserstrahl kann er alle Feuer löschen. Ja! Wow! Vielleicht werden ihr und ich eines Tages Feuerwehrleute und können so andere beschützen. Aber bei der Feuerwehr sollte man wirklich mutig sein. Ja, mutig. Hey, wisst ihr, was mutig heißt? Ja, mutig sein heißt, dass man Dinge tut, auch wenn man Angst davor hat. Denn dann kann man Menschen auch beschützen. Wow, ich hätte gerne einen Beruf, in dem man Menschen hilft. Ja, das wäre super. Wow, ein Krankenhaus. Ja, ihr könntet auch Krankenpfleger werden, wenn ihr groß seid. Ja, der Beruf ist wirklich wichtig, wisst ihr, weil man andere versorgt und ihnen dabei hilft, gesund zu werden. Sehen wir nach, was wir entdecken können. Ja. Wow, was ist das? Erkennt ihr das? Hier auf dem Tisch liegt ein Skelett. Wow, sind das viele Knochen? Ja, Knochen. Wisst ihr, was das ist? Ja, das sind viele verschiedene Knochen. Und Knochen halten dich in Form. Ja, ihretwegen steht ihr aufrecht. Ja, sie liegen unter der Haut. Knochen sind sehr wichtig. Und es ist wichtig, gut auf sie zu achten. Also, wir sollten gut auf unsere Knochen aufpassen. Jedoch, wenn man sich mal einen bricht, hilft euch vielleicht ein Krankenpfleger. Kommt schon! Oh, so ein cooler Kasten. Der blendet mich. Der hilft uns dabei, Röntgenbilder anzusehen. Hier. Wow, das Ding hier ist ein Röntgenbild. Es sieht aus wie ein dunkler Zettel. Aber eigentlich ist es ein Bild vom Inneren einer Hand. Ihr hängt es an den Kasten und erkennt das Röntgenbild. Ja, man erkennt all die unterschiedlichen Knochen in der Hand. Wow, es ist wirklich hilfreich, eine Aufnahme, ein Röntgenbild zu machen. Denn der Krankenpfleger sagt dann zu euch, da ist was gebrochen, aber ich kann dir helfen. Okay. Wow, Röntgen ist wirklich eine hilfreiche Sache. Wow, sehen wir uns das an. Eine andere Sache, die Krankenpfleger tun, ist deine Größe zu messen. Wow, da. Ich bin 1,80 Meter groß. Echt ziemlich groß. Hey, kennt ihr denn eure Größe?
Wow, das ist ganz schön groß. Und wenn ihr erwachsen seid, seid ihr noch größer. Vielleicht so groß wie ich. Oder so groß. Oder sogar so groß. Oder so groß wie ein Riese. Wow, die sind echt groß. Pfleger ist so ein richtig toller Beruf. Eines Tages werde ich vielleicht auch Krankenpfleger und kümmere mich auch um Patienten. Ja, nun, das war echt interessant. Hey, wir sehen uns gleich wieder. Woo! Hey, wow, das war so ein Spaß, all diese ganzen unterschiedlichen Berufe zu sehen. Das waren echt viele, wow. Hey, welcher war euer Lieblingsberuf? Ja, den fand ich auch echt klasse. Es war so toll, dass ihr da wart. Wow, seht euch das mal an, kommt schnell. Wow, wisst ihr, was das heißt? Ausprobierecke. Wow, das heißt, es ist Zeit für die Ausprobierecke. Da können ihr und ich neue Dinge ausprobieren. Doch ich frage mich, was wir heute lernen werden. Ich schätze, ihr und ich werden es herausfinden müssen. Das ist so aufregend. Gehen wir. Hey, willkommen in der Ausprobierecke. Heute malen wir ein wunderschönes Bild zusammen. Und hier liegt schon alles bereit. Hier sind die Farben. Seht, es sind drei verschiedene. Blau, gelb und rot. Diese Farben sind sehr wichtig, denn es sind Primärfarben. Die Primärfarben werden miteinander vermischt, um alle Farben des Regenbogens zu machen. Und wir werden ein schönes Bild damit malen. Wir brauchen unsere Palette mit Farben und einen Pinsel. Okay, wir tunken den Pinsel ein und dann legen wir los. Also gut, erst malen wir eine richtig coole Orange. Das ist meine Lieblingsfarbe und mein Lieblingsobst. Wir fangen mit Gelb an. Wow, es ist lustig, die Farben zu mischen. Wir malen einen Kreis. Wow, schön. Das ist ein gelber Kreis. Na, die Farbe stimmt noch nicht ganz. Jetzt brauchen wir eine zweite Primärfarbe. Rot. Ein kleines bisschen Rot. Und ein bisschen Wasser. Und dann muss man alles vermischen. Und da ist die Orange. Wow. Seht euch diese schöne Farbe an. Man sieht ein bisschen Rot. Und auch ein kleines bisschen Gelb. Und ganz viel Orange. Wow, es war so lustig, alles über Farben zu lernen und mit euch die Orange zu malen. Jetzt wasche ich schnell den Pinsel aus. Ups, da entsteht wohl gerade ein Stau. Wow, es hat so viel Spaß mit euch gemacht, all die verschiedenen Berufe kennenzulernen. Wow, es gab so viele verschiedene. Nun, auch wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt, ist das okay. Ihr habt alle Zeit der Welt. Haltet die Augen offen und bleibt neugierig. Dann findet ihr sicher heraus, was ihr werden wollt, wenn ihr groß seid. Gut, ich hatte echt viel Spaß mit diesen Autos. Mit dem Feuerwehrauto, dem Recyclingfahrzeug, wow, und dem Baustellenfahrzeug mit Baggerschaufelform. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I, Blippi. Gut gemacht. Gut, bis bald.